の体格差も関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。Was geht, Freunde des Chefs? Willkommen zurück in meinem Kanal zu Dragon Ball Legends. Und es kann ja auch gar nicht anders sein als Chef, wenn ich über Dragon Ball Legends spreche. Ich habe heute ein paar interessante News für euch, einige Tipps, ein paar Ankündigungen und so weiter. Also legen wir direkt mal los mit den News. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich nochmal erwähnen, schaut auch gerne mal in die Livestreams vorbei, die eigentlich fast jeden Tag 20.30 Uhr stattfinden zu Triangle Strategy, Mario Odyssey oder auch Yu-Gi-Oh! Und natürlich Sonntag auch bei Killing Bytes Sunday Live. Ja, legen wir los mit den News. Als erstes haben wir einen neuen Banner bekommen und das finde ich übelst arschig, weil wir haben nächsten Monat Anniversary und wir haben immer noch ein LF-Banner am Laufen, wir haben immer noch einen All-Star-Banner laufen und statt man diese Charaktere in den LF-Banner mit reinpackt, damit der sich halt ein bisschen mehr gelohnt hätte noch, nein, macht man daraus einen separaten Banner und sagt, okay, hey, doppelte Rate auf die. So, ich finde das übelst asozial von denen, dass sie die halt da reingepackt haben, weil die beiden sind halt wirklich gut, die kann man auch wirklich gut spielen, also die Effekte von denen sind völlig in Ordnung. Und trotzdem kriegen wir hier ein separates Banner, finde ich übelst arschig. Wo wir gerade vom Banner sprechen, weswegen ich die halt auch ziemlich gut finde, die haben halt erhöhte Kritischrate, die können auf jeden Fall, denke ich mal, ziemlich hoch Schaden machen. Der Gamma 1 ist grün und Gamma 2 ist blau. Das heißt, zusammen mit dem Duo haben wir schon mal grün, blau, rot abgedeckt. Vergesst nicht, Zenkai Cell wird auch noch kommen, also sprich zum Anniversary, also der gelbe Cell. Das heißt, wir hätten dann auch noch gelb abgedeckt. Lila theoretisch auch, dadurch, dass der LF Cell halt sein Equip bekommen hat, haben wir den damit auch abgedeckt. Leider finde ich hier eine Sache blöd, weil dieses Team hat mal wie immer wieder keinen Schutz vor Rising Rush, außer so viele Kombos machen, dass der Gegner gar nichts machen kann. Deswegen, ich verstehe es nicht. Die optimale Lösung für mich beim Rising Rush wäre, ihr könnt alle Dragon Balls sammeln, könnt aber Rising Rush erst aktivieren oder der Spieler kann erst einen Rising Rush aktivieren, der als erstes einen Charakter verloren hat. Sprich, um den Nachteil wieder auszugleichen. Und der andere Spieler, da man ja wieder auf derselben Ebene ist, kann dann auch keinen Rising Rush aktivieren, weil ihr ja wieder zwei Charaktere habt. Wenn er dann jetzt auch einen verliert, kann er Rising Rush aktivieren. Das wäre meiner Meinung nach die perfekte Lösung. Aber das, was wir jetzt haben, ist, ey, ich habe einen Charakter von dir besiegt, der nächste kommt rein, du hast einen Fehler gemacht, ich habe dich in der Combo Rising Rush, du hast zwei Charaktere verloren. So, ich verstehe es nicht. Schreibt mir dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Dann haben wir super tolle neue Angebote von Dragon Ball Legends. Natürlich nicht. Wir haben dieses Angebot hier für 40 Euro und dieses hier für, ich glaube, 13,99. An sich, wenn ihr ein bisschen Geld ausgeben wollt, könnt ihr das hier für 13,99 einmal holen. Im Prinzip kann man beide halt einmal täglich holen. Ich denke mal, das wird, weil ich gucke gerade, ach nee, das geht auch 10 Tage offenbar. Sehe ich aber allerdings nicht als gut an, weil selbst das, ich vermute mal, dass sie das wieder machen werden am Anfang des Monats. Das Mini-Step-Up-Angebot, wo ihr für 7,99 1000 bekommt, dann nochmal für 2,99 und so weiter. Da seid ihr, glaube ich, auf 1500 oder so für den ähnlichen Preis. Also wenn das hier 7,99 gekostet hätte, das 1000er-Angebot, und ihr das täglich einmal holen könntet, würde ich sagen, boah, geil. So sage ich, ja, wow, macht die ständig. Ist kein Angebot für mich, weil wenn sich alles immer wiederholt, ist es kein Angebot. Dann haben wir Zenkai Super 13 bekommen und ich glaube, er könnte ziemlich stark werden. Die Fähigkeiten lesen sich auf jeden Fall gut. Er bufft Rot Android, oh Wunder, für LF C1817. So, an sich könnte ich mir aber vorstellen, dass ein Mono Red jetzt teilweise funktionieren könnte, indem man sagen würde, okay, den auf dem Anführerplatz, dann Revive Cell, das Duo, auf der Bank noch den Zenkai Rose und dann noch zwei Extremes, die halt hart rot und theoretisch grün buffen. Ansonsten könnte man auch als Anführer in dem Fall das andere grüne Duo spielen, Extreme Duo, würde den noch auf der Bank packen, sodass die anderen beiden roten gebufft werden und dann noch irgendeinen grünen Zenkai, der halt Hybrid oder so bufft.
Auch ein blauer Trunks wäre vielleicht interessant, also der LF Trunks. Könnte man den mit dem Zenkai Trunks buffen und dann hätten Revive Cell und das Duo Doppel Zenkai Buff und ihr hättet noch einen Endurance zusätzlich. Ist so eine Idee. Könnt ihr mir mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Eine Menge Platin-Equip sind zurückgekommen und dazu noch ein neues Platin-Equip. Wie ihr seht, haben wir Kinoversionslager gelb, lila, blau. Es könnte also sein, dass vielleicht zum Anniversary etwas aus dem Movie kommt in einem Banner und noch Turnier der Kraft. Eine Theorie von mir ist auch, dass eventuell ein Revive Ultra Instinct kommt, also quasi einer, der die Kaioken macht, wenn er stirbt und dann davon selber getroffen wird und als Ultra Instinct Omen wiederkommt. Maybe, vielleicht kriegen wir dann doch keinen Mastered Ultra Instinct, ich bin mir nicht sicher. Wie ihr seht, haben wir grün, gelb, lila, blau, also im Prinzip ist alles dabei, um ein Movie-Saga-Team in irgendeiner Form zu spielen. Ich bin auch mal gespannt, ob wir vielleicht mehr Movie-Saga-Androids kriegen werden oder ob wir den Riesen-Godzilla-Cell kriegen werden oder so, der ja auch in dem Film vorkommt. Es gibt theoretisch auch noch einen Broly, es gibt theoretisch auch ein Transforming Gohan, ein Semi-Transforming Piccolo, weil es hat sich ja optisch nicht viel an ihm verändert in dem Moment. Da könnte auch noch was kommen. Also es könnte auch sein, dass der zweite Part gar nicht Richtung Cell-Saga geht, sondern eher einfach Android und dann Android-Movie in Kombination mit den ganzen anderen. Vielleicht kriegen wir auch zwei Banner, wo halt einmal Gohan, Piccolo und so weiter drin sind und in den anderen halt irgendwelche Android-Stuff auch noch, aber alles insgesamt Movie-Saga. Man weiß es nicht. Schreibt mir da auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Dann müssen wir eine Schweigesekunde einnehmen für das Super Master Pack 3. Das reicht auch schon, weil es war nämlich scheiße. Und begrüßen damit das Super Master Pack 4, wo die ganzen Charaktere bis zum letzten All-Star-Banner quasi außer dem aktuellen jetzt drin sind, plus noch ein paar andere, die wir so haben. An sich ist das Banner ja nicht schlecht. Das Problem ist, dass wir keine kostenlosen Tickets mehr dafür kriegen, weswegen es eigentlich trotzdem scheiße ist. So, weil da sind auch die ganzen Uralt-Charaktere drin, die sind natürlich hier nicht erwähnt. Ach, wobei, ich sehe gerade... Blablabla, aber die Tickets sehe ich hier noch nicht, dass wir die irgendwo bekommen, abfarmen können oder sonst was. Achso, wir können die gegen die Wochenendmedaillen eintauschen, sehr gut. Warum sollte ich auch einen LF-Multiplikator nehmen, wenn ich stattdessen ein Ticket nehmen kann? Klasse. Es kommt natürlich drauf an, muss ich mal gleich schauen, wie viele Tickets man da eintauschen, wie viele Medaillen man da eintauschen kann. Wenn das halt eine ist, dann würde ich sagen, okay. Wenn es halt drei sind, nee. Weil für, ich sag mal, ein Wochenende drei Sparking kostenlos und hier sind sogar relativ aktuelle Charaktere drin, wäre das fair, weil der 100er Multiplikator, ja, man braucht schon extrem lange, um diesen 100er Multiplikator halt abzufarmen. So wäre es vielleicht eine Alternative. Ja, schauen wir mal eben, wie viele das kostet. Und oh Wunder, es ist halt immer noch Shaft, weil ihr könnt ein Sparking damit pro Woche bekommen. Wenn das nicht halt einer von denen ist, die ihr auch haben wollt, finde ich, ist es verschwendet, weil nach 4 Wochen habt ihr 4 Sparkings oder einen LF-Multiplikator. Also ich würde persönlich lieber den LF-Multiplikator nehmen. Auch da könnt ihr mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, weil wie ihr seht, bin jetzt noch 2 Wochen davon entfernt, habe wieder den nächsten LF-Multiplikator und ich habe noch einen in der Reserve. Also ich verbrauche den dann immer und spare den nächsten dann wieder an. Choice Battle ist wieder da. Diesmal ein bisschen anders, nicht mit Charakteren, sondern wir haben halt hier die Version mit den Energie-Seelenmedaillen und halt Sparky-Medaillen. Und ich würde fast behaupten, es macht am meisten Sinn, die Sparking-Medaillen zu nehmen, weil die Radierer sind in Anführungszeichen zu wenig. Wenn es jetzt 5 wären, würde ich sagen, ja, kann man drüber nachdenken. Wenn ihr aber irgendwelche Charaktere hochmachen wollt, und bei mir ist es zum Beispiel der grüne Freezer, deswegen werde ich morgen nochmal, weil ich habe mittlerweile 8, glaube ich. Ja, ich glaube, ich habe 8 oder 9, ich bin mir nicht sicher. Werde ich morgen nochmal auf die 10 Zeitkristalle verzichten und einen Kampf hier machen, dann habe ich 10. Dann müsste ich auch, glaube ich, genug haben, um ihn endlich auf 4 Sterne zu bringen und kann ihn dann mit den restlichen Multiplikatoren hochmachen. Deswegen ist das gar nicht so schlecht. Allerdings ist das jetzt auch nur deswegen gut geworden, weil das andere weggefallen ist. Weil wenn man bedenkt, dass man halt 30 Stück im Monat bekommen hat, war das hier gar nicht zwingend notwendig, weswegen das eigentlich nur gut ist, weil sie wieder was schlecht gemacht haben. Dragon Ball Legends, 1 Schritt vor, 2 Schritte zurück. Wir haben neue Abenteuer bekommen. Nichts Außergewöhnliches zu sagen, glaube ich.
ja, Bonuscharaktere sind halt die beiden neuen, die beiden hier. Und man kann in dem Fall, glaube ich, wenn man bestimmte Missionen erfüllt hat, kriegt man halt nochmal Tickets. Anstatt halt das All-Star-Banner kriegen wir jetzt halt immerhin, glaube ich, Sparking-Tickets von Supermaster-Beschwörung 4. Würde ich mir halt wünschen, dass es öfters so wäre oder dass man halt auch die Tickets eintauschen kann dagegen. Ich weiß gar nicht, vielleicht geht das sogar, gucken wir mal eben. Natürlich nicht. Wir könnten hier natürlich wunderbar eventuell Tickets eintauschen. Wenn da ein, zwei nur zwischen wären, die man hier unter Sonstiges vielleicht hätte, wäre das ganz nice. Von mir ist auch 50.000 oder so. Aber nein, das wäre zu viel. Nicht, dass wir noch irgendwelche kostenlosen Sparkings noch kriegen würden, ne? Ich meine, die 100 Beschwörungen sind zwar nice, die wir jetzt bekommen, aber seien wir ehrlich, davon sind meistens eh nur sehr, sehr viele halt Heroes. Also von daher wäre das schon geiler gewesen. Das fasse ich jetzt mal zusammen. Turnier der Kraft ist neu gestartet. Ich denke mal, da wird nichts Besonderes drin sein, was jetzt erwähnenswert ist. Wie eigentlich immer, Turnier der Kraft ist eigentlich bis auf die Zeitkristalle völlig irrelevant und langweilig. Macht euch ein Region-Team mit Senkai Buu und so weiter und ihr kommt immer durch. Ihr dürft euch halt nur nicht unterwegs heilen. Das ist alles. Dann ist halt Senkai 16 wieder da. Der bufft natürlich den einen Gamma. Dann haben wir hier den Gogeta. Ich glaube, der bufft den Movie-Saga, weswegen er dann auch mit dem Gamma synergiert. Glaubt. Blau, ja, sonst gibt es nur den Broly. Meine ich Movie-Saga Blau-Buff. Oh, mich hat einer abonniert. Sorry. sollte ich vielleicht mal aus, wenn ich Update News aufnehme. Sonst ist hier nichts Interessantes. Senkai 16, ja, kann man nehmen, um halt Androids nochmal zu buffen. Ich hatte ihn auf meinem alten Account auf Senkai 7. Er ist halt nicht mehr wirklich als Fighter nutzbar, finde ich. Super 17 ist natürlich auch noch eine Alternative, aber ansonsten, naja. Dann haben wir Legends Golden Weekend. Wenn ich das richtig verstanden habe, können wir jetzt einfach 10 Tage hintereinander jeden Tag die goldenen Medaillen einsammeln, kriegen dann auch noch die Bonus-Mission und können die dann halt in der Tauschbörse einfach eintauschen. Ich habe das immer gegen Radierer getauscht, ehrlich gesagt, weil ich in diesen, also wären es diese Medaillen gewesen beispielsweise für das Supermaster Pack, dann hätte ich noch nicht mal was gesagt, weil die habe ich sonst einfach nur immer gegen Radierer eingetauscht. Das heißt, da hätte ich dann schon einen lohnenswerten Sinn gesehen, selbst wenn es dann 3 gewesen wäre, weil ich dann trotzdem noch 4 Sparkings bekommen hätte und noch den LF-Multiplikator. Da das aber nur entweder oder geht, ja, ist es okay, wir kommen hier nochmal 200 Zeitkristalle, ein paar Freipässe. Ja, und wenn ihr Glück habt, habt ihr hier halt auch nochmal Multiplikatoren oder halt Zeitkristall oder so, weil sonst ist das nice to have, aber nichts Besonderes. Dann ist ein neuer Rush gestartet. Interessante Information, dass der Super Trunks, also der blaue, gehe ich mal da stark von aus, halt jetzt auch in der Tauschbörse drin ist. Sonst ist hier, glaube ich, nicht viel passiert. Super 13 wird irgendwann hinzugefügt, kennen wir ja alles, ne? Und was jetzt dazugekommen ist, ist diese Ausrüstung hier. Erwachte Ausrüstung für Cyborg, mächtiger Feind. Im Prinzip also fast alle, außer die guten Versionen der Cyborgs. Und C16 gehört, glaube ich, auch nicht dazu. Im Prinzip alle Cell, alle Evil 18, alle Evil 17, die Androids aus der Movie-Saga, also auch Super 13 und so weiter, können diese Ausrüstung tragen. Doppel-Defense 25%, Basis-Lebensenergie 5% und Spezialangriffsschaden 15% ist insgesamt eigentlich nicht schlecht. Ist auch gerade für die Cyborgs, also das Tech-Duo, interessant wegen der Lebensenergie. Allerdings hätten sie ruhig mal 8 draus machen können, aber okay. Außerdem auch für Super 13 würde ich sagen und für Revive Cell auf jeden Fall auch. Außerdem vielleicht in naher Zukunft für den gelben Senkai Cell dann. Ich halte auch den gelben Senkai Cell tatsächlich für ziemlich nützlich, auch wenn er in dem Sinne halt nur, ich denke mal, er wird halt Android gelb buffen, auch wenn er halt nur Schlagangriff drauf gibt mit seiner normalen Set-Fähigkeit, hat er ja die nützliche Teleportfähigkeit, die sogar teilweise besser ist mittlerweile als Endurance, weil wenn ein Rising Rush kommt und ihr teleportiert euch raus, nützt euch auch der Endurance-Kill von C18, 17 nichts, weil ihr seid ja raus teleportiert. Einziger Nachteil ist, ihr könntet danach eventuell in einem Fahrtnachteil sein und in dem Moment auch nicht auswechseln. Das wäre das Einzige. Wenn ihr den Gegner aber in eine Combo verbinden könnt, danach in einen vorteilhaften Charakter wechseln könnt, lohnt sich das auf jeden Fall. Ja, da hier nicht mehr wirklich was dabei steht, außer Aktivierung für Z-Medaillen. Ich denke mal, da wird einfach nur die Ausrüstung der letzten PvP-Season und so weiter wieder reingekommen sein. Sind wir an dieser Stelle fertig?
Ja, ihr könnt mir eure Meinung mal zu dem Update in die Kommentare schreiben. Was fandet ihr gut, was fandet ihr schlecht? Von meiner Seite aus war's das. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Hat Spaß gemacht mit dir, auch wenn unsere Zeit ziemlich kurz war. Denn jeder, der es war.